So. Oh, soll ich es mal riskieren? Soll ich unseren ersten Tod riskieren? So, wir haben hier Roboterfische. Ne, die bleiben nicht oben. Ich dachte eigentlich, dass die bei Supermaske oben bleiben. Ah, die Stelle ist auch schön. Lässt sich aber, habe ich das Gefühl, schön. Oh, man kann rückwärts. Man kann rückwärts. Man kann auch rückwärts fahren. Oh, das ist schön. Oh, das ist wunderschön. Warte mal, Zeit? Schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht doch, mal gucken. Nee, schaffen wir nicht. Wir müssen eh in den Bonus. Dann kommen wir für den Zeitgem, glaube ich, nochmal zurück. Dann muss der erstmal leider warten. Hier, bitte. Danke sehr. So. Warte mal, muss ich da hoch? Nee, oder? Ich hoffe mal nicht. Gut. Ich hoffe einfach mal nicht, dass wir da hoch mussten. Nee, mussten wir tatsächlich nicht. Nice. Gut, 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 gut. Sehr schön. Läuft ja hier wie am Schnürchen aktuell. Ich bin begeistert. Aha. War das die Death Route? Ich glaube ja, oder? Also ich, im Sinne von Death Route, hier brauchen wir auch Kisten, meinte ich. Ja, das war's. Okay. Ein ungeschliffener Diamant. Und es gibt auch andere Musik. Das finde ich sehr schön. Thumbs up für euch. Das finde ich sehr nice. Alter. Was hast du für eine Fresse, ey? Alter. Schön. Schöne Textur. Finde ich nice. Oh Gott, hier könnt's... Ah. Ja. So. So. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Strudeln. So. Einmal das. Aua. Scheiß auf die Minen. Gibt mir eh auf den Sack. So. Genau, so ging's. Mit Nitro einmal rauf. Und dann weit nach vorne. Auf dem PS3-Controller ist das die Kreistaste, aber ich weiß nicht, wie das bei den anderen Konsolen ist. Ich weiß nicht, da hinten, ob das schon ein Secret war. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das war bei einem anderen Level. So. Ha. Ne, man kann nicht runterlaufen. Gut. So, wie weit sind wir jetzt zurück, ist die Frage. Ich muss jetzt ein bisschen backtracken, glaube ich. Okay. Ja, hier war... Ah, ne, doch nicht backtracken. Okay. Ich dachte, wir mussten backtracken. Nee. Alles gut, wir sind ja zurück auf alter Position. Boah, das war ziemlich knapp, glaube ich. Ah, ihr Nilpferdel. Oh! Heieieiei. Rutschige Kumpel. Rutschige Kollegen seid ihr. So, war hier oben was? Jawohl. Nope. Dann kann man einmal so rüber. Perfekt. Und das sind diese pinken Pflanzen aus dieser einen Höhle, die wir bei Crash 1 gesehen haben. So, jetzt müssen wir nochmal zurück für diese lustige Zeitgeschichte da. Gucken, ob wir da das erste Mal sterben. Bin mal gespannt. Bläh. So, darf ich den... Ne, darf ich nicht. Jetzt kommt erstmal wieder... Drei Kristalle? Nicht schlecht. Wie ich sehe, hast du den
Dreh langsam raus. Ich muss Energie sparen. Ich melde mich wieder, wenn du den fünften Kristall hast. Alles klar, Kodex, bis dann. So, warte, Zielzeit. Aha, erreiche 1 Minute 20 für den Gefinden. Ich weiß nicht, ich finde, naja, gut, egal. Ich denke, an der Seite wäre es irgendwie, glaube ich, wieder schöner gewesen. Aber gut. Ich denke mal, die werden sich schon was dabei gedacht haben, das so zu lösen. Kostet keine... Ja, ich habe es schon nicht gelesen. Egal. Wo fängt denn hier die lustige... Oh mein, ich probiere das jetzt mal aus. Okay, wir können tatsächlich so einen super Jump machen. Nice. So. Ah, schade, ich dachte, wir können irgendwie dazwischen durch. Wolltest du mal ausprobieren? So. Schnell darauf. So. Und wir müssen einfach noch ins Ziel. Das dürfte dann gleich da hinten sein. Einmal. Zack. Sehr schön. Perfekti, perfekti. Perfekti mo. Perfekti excuse mo. Perfetto. So. Das haben wir wunderbar gemeistert. Wir haben noch null Tode. Ich bin wirklich ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir bis hierhin noch mit null Toten dastehen. Echt nicht. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Oh, Gottes Willen. So, gut, wir haben immer Relikt und so alles noch nicht gemacht. Wer weiß, da kommen... Das Spiel, das kann uns noch einige Nerven rauben, glaube ich. Und das ist auch immer noch der erste Warp-Raum, also... Easy, easy, easy. So, gehen wir mal to the pits. So, hier sind wir im zweiten Dschungelabenteuer. So, hier gibt es wieder diese, wer sich noch an Crash 1 Cortex Power erinnern kann. Das hier ist auch wieder ein Multi-Route Level. Da kommen auch noch, ich glaube, da kommen noch zwei, drei andere später. Aua, ich dachte nicht, dass der so nah war. Meine Jüde. So, Checkpoint, meiner. Ich wollte eigentlich... Egal, fail. So, weiter geht's. Furf. Ah ja, euch konnte man ja drehen. So, hier kann man jetzt nämlich aussuchen. Ich weiß, in einer Richtung war... Also wir müssen eh beide Richtungen gehen. Weil wir müssen nämlich in einer Richtung, soweit ich mich erinnern kann, auch noch die, so eine Kiste aktivieren. Aber ich weiß nicht mehr, welche Richtung welche war. Welche jetzt die richtige Richtung, die erste richtige Richtung war für dieses... Oh Gott. Huhu. Füll. Fast vergessen. So, hier ist es. Wir müssen jetzt diese Kisten hier zu holen, einmal auf die andere Seite rüber, wo der Kristall nämlich ist. So, das ist schon hier unten. Da kann man immer noch nicht rüber. So. Ah. Jetzt müssen wir das ganze Level rückwärts spielen. Das ist scheiße. Okay. Ach, oh Gott, der Vogel. Meine Fresse. Hallo, Kristall. Oh, du leuchtest so schön. Du leuchtest so schön, Kristall. Kann ich eigentlich... Warte, ich kann ja gehen. Hehehehe. Flop. So, das ist die Kiste. Die brauchen wir. Und dann gleich nochmal da hinten zurückzulaufen. Hallo Vogel. So, ganz gemütlich. Oh. Oh. Oh, hua. Gut, da müssen wir aber rum. Scheiße. Hallo. Das
dürfte, glaube ich, schon der Abzweigweg sein. Ja, das ist schon der Abzweigweg. Oh mein Gott. Oh! Ich versuche tatsächlich nicht zu sterben. Wenn wir den ersten Warp-Raum ohne Sterben schaffen. Das wäre doch mal interessant. So, jetzt müssen die beiden Kisten ja da sein. Mal weg mit dir. So. Die sind vielleicht da. Da sind die beiden Kisten. Aber ich glaube, hier gibt es auch keine Extrawelt oder sowas. Zumindest entsinne ich mich nicht, dass hier eine gewesen sein. Ja, ich weiß, ich lasse es schon. Okay, jetzt lasse ich es wirklich. Jetzt laufe ich einfach ganz normal. Bumm. So, Bonus-Round. Yay. Einmal sterben. So, oh, hier gab es natürlich was Besonderes. So, das hier ist auch wieder eine neue Kiste. Das sind Metallkisten. Die dürfen wir nur einmal mit X-Kreis, also mit einem Bodenstampfer, aufschlagen. Und das sind TNT-Kisten, die dürfen wir auf... Und nein, dürfen wir nicht. So. Oh, nein! Da ist unser Erst. Obwohl, es ist ja nicht mal direkt ein Tod, es ist nur ein Tod in der Bonus-Round. Warte mal, war das hier? Nee. Okay, ich wollte nur was testen. So. Mal nochmal. Da vorne bei dem... Bei den Kistchen hier müssen wir nämlich einmal eine Kiste aktivieren und dann zurückspringen. Und zwar die hier. So. So, jetzt müssen wir hier einmal und gleich nochmal zurück. Ich habe einen Fehler, oder? Warte, Moment. Noch nicht. Ne, können wir auch so machen. Normalerweise hätten wir hier... Ne, warte mal. Gar nicht wahr. Ne, hört nicht auf mich. Ich laber Schwachsinn. Aber... Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Egal. Es hat geklappt. Ende. Punkt. Normalerweise geht es legit an sich, glaube ich, ein bisschen anders. Da musste man noch irgendwelche anderen Kisten erstmal lassen, um dann auf diese Kisten da oben springen zu können. Jetzt schaffe ich den Sprung nicht mehr. Bin gespannt, ob man das für Platin machen muss, diesen Supersprung, ne? So. Mal weg mit dir. Ich werde mal vielleicht beim Platin werde ich sowieso noch rumexperimentieren. Im Level selber. So, dürften alle sein. Ja, hallo. So, wir haben noch 0 Leben verloren. Wir sind zwar jetzt zweimal in der Bonus-Round schon runtergefallen, aber bisher läuft es doch ziemlich überraschend gut. Also hätte ich jetzt, also ehrlich, ich hätte es echt nicht gedacht, dass wir hier so schnell, so gut schon durchbreezen. Okay, es sind die ersten Level, wie gesagt. Die krassen Level, und da kommen noch krassere Level, glaubt mir. Die kommen ja noch. Die Platin-Relikte, also für manche Level Platin-Relikte zu holen, da graut es mir tatsächlich ein bisschen vor. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es wird. Erstmal spielen wir auf jeden Fall das Spiel durch, damit wir die Schnelllauffähigkeit... Oh Gott, warum habe ich denn so viel Luft im Hals, Mann? Ugh. Muss ich die ganze Zeit so... So. Dies hier ist auch schon bekannt. Aus Crash 1. Und ist das hier ein bisschen anders? Denn hier kommen nämlich gleich... Ah ja. Minen und Elektrozäune anstatt Holzdinger, die uns aufhalten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir werden nicht... Hier sind diese Elektrodinger, die ich meinte. Jawohl. Die konnte man, glaube ich, aber irgendwie auch kaputt machen. Nicht richtig im Sinne. Irgendwas konnte man da, glaube ich, auch mal kaputt machen. So, Secrets gab es ja aber keine, soweit ich weiß.
Das heißt, hier können wir das Level ruhig einfach normal abschließen. Hallöchen, liebe Nitro-Kistin. Euch möchte ich nichts zu tun haben. So, und hier geht die Kugel jetzt runter. Plopp, beim letzten. Boah, damals, als ich das als Kind noch gespielt habe, da saß ich ganz damals, als ich noch unheimlich jung war, 6 Jahre oder so, da saß ich bei diesem Level hier wirklich ungelogen, glaube ich, eine Woche fest. Fragt mich nicht warum, ich weiß es selbst nicht. Weil irgendwas hat mich an diesem Level zum Festhängen gebracht. Und nein, es war nicht diese Stille hier. Es war wirklich die Kugel. 5? Ja, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 lernen mit Crash, liebe Kinder. So. Ah, hier sind die Speedpads. Alles klar. Haben wir schon gefragt, wo sie sind. Wenn wir die Schnelllauffähigkeit bei der Kugel hier haben, laufen wir der Kugel dann eigentlich davon? Das würde mich mal interessieren. Oh Gott. Nein! Ah, wir haben es bis Level 5 geschafft, ohne aber zu sterben. Boah, auch lustige Sache wäre es ja mal, das Spiel zu spielen. Und dann... Oh mein Gott. Wohl, soll ich das jetzt hier on... Ich weiß nicht, ob ich das on Video sagen soll. Ich hasse diese Stelle jetzt schon. Irgendwas an dieser Stelle ist kaputt. Da werde ich dann gleich meinen wunderschönen... Den Sprung hier gleich machen. Wenn man ein Trinkspiel macht, jedes Mal, wenn jemand stirbt, der muss dann einmal... was ist denn hier kaputt, Alter? Kann ich diese Sprünge nicht mit normalen Jumps nehmen? Also irgendwann ist er kaputt. So. Einmal, zweimal, geht doch. Wo ist das Problem? So, extra Leben. Nein! Ich wollte eigentlich... Boah, puh, ey. Und damals im zweiten, im Originalteil, diese Kisten hinter diesen Elektrobarrieren, musste man selber kaputt schlagen. Die gingen nicht durch die Kugel kaputt. Da musste man dann nämlich einmal selbst dahinter dran laufen und die dann kaputt schlagen. Also, an so manchen Baustellen haben sie die Spiele natürlich einfach getweakt, beziehungsweise für die Leute, für die es dann, ne... Wo es dann Crash doch ein bisschen zu hardcore war. Und das war halt auch hardcore. Für diese eine Stelle. Ja, kein Cortex vollgelabert. Oh, hier geht's jetzt zum Boss oder was? Oh Mann, ich wollte eigentlich aber... Damals durfte man hier über diesen Aufzug da hochfahren. Das fand ich eigentlich schön. Oder kann man das machen, wenn man den Boss besiegt hat? Wir werden es sehen. Riparu, kennen wir ja auch schon aus dem ersten Teil. Und hier funktioniert er ein kleines bisschen anders. Und zwar spielen wir ein bisschen Pogo Padlock mit dem. Mit Nitro und TNT-Kisten. Ihr werdet jetzt gleich sehen. Es ist ein Heidenspaß. So. Aber hier gibt es zum Glück solche Eckchen, wo man einfach immer warten kann. Wo man sicher ist. Na, es ist aber noch die alte Pattern aus dem zweiten Teil. So. Jetzt einmal nach hier. So, und wenn er die Nitro-Kisten zerschlägt, kann man ihn attackieren. Plopp. So, wenn mich jetzt nicht alles irrt, dürfte es in der Mitte sein. So, einmal TNT. Mitte. Pop. So, ab hier weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube auch Mitte. Nee, Seite wieder. Okay. Geht kaputt. So, das hier ist jetzt ein bisschen schwieriger. Hier müssen wir jetzt nämlich einmal hier warten und dann einmal laufen. Mal zack. So, die Nitro-Kisten weiß ich nicht mehr. Oh Gott. Irgendwo hier, glaube ich. Musste man warten.
Ja, hier. Hopp. Was macht der da jetzt, ey? Oh, ich hab mich totgejogert. Wir haben Ripper Root totgejogert. Ah. Dürfen wir jetzt hochfahren? Bitte ja, bitte sag ja. Ich möchte diesen Aufzug wieder haben. Gib mir diesen Aufzug wieder, Spiel. Ja, wir dürfen hochfahren. Hey! Wie fahren wir hoch? RB, was ist, RB wahrscheinlich R2? Ne, hier, okay.